Herzlich willkommen zurück, ihr Freunde der gepflegten Zeitverschwendung zu Let's Play Batman für den NES. Wir sind genau im selben Punkt wie gestern, nur eben an einem anderen Tag. Hui! Zum Glück breche ich mir nicht die Beine, denn ich bin Batman. So. Mit einem entspannten Hüpf. Jetzt noch hier drüber. Da. Und dann fange ich an, auf dieses unerkennbare Objekt einzuprügeln. Was soll das eigentlich sein? Das ist irgendwas an Zahnrädern, aber Sinn und Zweck des Ganzen konnte ich mir noch nicht ganz erschließen. Macht auch nichts. Solange es kaputt geht, wenn ich dagegen prügel, ist das für mich in Ordnung. Flammenwerfer, Mann. Das war ein Schlag unter der Gürtellinie. Ich hoffe, er wird mich verzeihen, wo auch immer er jetzt sein mag. So. Dem guten Ding hier lasse ich mal einen Bumerang per Luftpost zukommen. Hüpf. 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 So, was ich jetzt getan habe, war ein bisschen blöd, aber das kann ich noch verändern. Denn jetzt muss ich auf Batman schalten, damit ich die, obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, geht das hier? Ja, das geht sogar. Ich war nicht sicher, ob die Dinger durch Wände gehen. Aber das tun sie wohl. Dann kann ich das ja hier eigentlich auch gerade nochmal machen. Obwohl Munition wertvoll ist, aber egal, die habe ich jetzt schon wieder eingesammelt. Sehr schön. Jetzt gehen wir aber auf Batman. Denn das ist die beste Waffe seit Beginn der Waffenrechnung. So. Ach, den treffe ich sogar von hier aus. Sehr schön, wieder ein bisschen Mohn aufgesammelt. Noch volles Leben. Irgendwas läuft hier falsch. Spiel. Was tust du? Ja, wollte gerade sagen. Kann doch gar nicht angehen. So. Haben wir gelernt, ökonomisch ist das hier wertvoller. Und dann wenden wir das mal an. Ich kann es auch gerade ausgerüstet lassen, da kommt nämlich kein kleiner Zwischengegner mehr zwischendurch. Wenn ich nochmal zwischen den Satz einbaue, dann klingt das ganz schön dämlich. Und so, sehr, sehr schön. Vielleicht finde ich auch noch ein Herzchen. Und dann sieht es ganz gut aus für den Boss. Wenn nicht, sieht es eigentlich immer noch ganz gut aus. Denn wir sind noch beim... Ah, super. Beim ersten, ja. Beim ersten Leben. Ich will sagen, wir haben noch etliche Versuche. Zwei. Und, ja. Hoffen wir einfach mal, dass ich hier jetzt halbwegs angenehm durchkomme. Ah, Mist, da kam ich nicht mehr rüber. Suchen wir es mal so. Hoppa. Na gut, ein Lebenspünktchen haben wir mal opfern müssen. Vielleicht wird es trotzdem was. So, ihr kennt die Taktik. So, gut, da hat mich nichts getroffen. Bei Bossen bin ich immer ein bisschen ruhiger, denn hier muss ich mich tatsächlich mal halbwegs konzentrieren. Ja, die hätten mich so oder so getroffen. Aber gut, noch sieht alles rosarot aus. Batman lila. Jetzt nicht mehr so, aber egal. So, so der ist kaputt. Ach, Mist, der hätte mich nicht treffen sollen. Meine Taktik ist jetzt einfach drauf spammen. Ja, trifft er mich halt mal. Na, und ich treffe ihn öfter. Komm, komm, ich schaff's. Ich schaff es, ich schaff es. Ich schaffe es wirklich. Hey, der hat mich gar nicht getroffen für mehrere Male. Ich habe wohl an der verglitschten Seite schon. Egal, nicht schlimm. Oh ja, die Szene aus dem Film war immer super für mich als Kind. Ich mochte den Film wirklich gern. Das war Batman. Außerdem war ich 7 oder so. Wann ist das Spiel hier rausgekommen? 1989. Ach, da war ich noch, ja. Noch nicht wirklich existent. Gut, ich möchte nicht weiter über meine Entstehung reden, deswegen begeben wir uns jetzt in meines Wissens nach, glaube ich, sogar das letzte Level. Dafür eines der, ja, unangenehmsten. Und ich war hier Ewigkeiten. Ewigkeiten über Ewigkeiten. Upsa. Und clever war ich auch damals. Nur, gerade jetzt nicht. So, das hier ist alles noch der einfache Part. Das hier ist eine ganz normale Stage, ganz entspannt. Das kann man ganz gut nebenbei machen. Ich meine, ist anspruchsvoll. Okay, da oben gegen Zahnräder darf man natürlich nicht gegenhüpfen. Es sei denn, man verspürt den plötzlichen Drang, mit dem Teil selbst zu verschmelzen, als rote Pfütze. Ich glaube, das hier sollte ich gerade behalten. Jetzt muss ich hüpfen, genau. Ein paar Sachen weiß ich ja doch noch, weil ich hier eben, wie gesagt, lange war. So, wie mache ich das jetzt? Ich weiß noch, das hier war ein blöder Sprung. Ich weiß, hoffentlich kriege ich das noch. Ich weiß sogar noch den Stein, gegen den ich hüpfen musste. Um das... Ach, verdammt. Um da hochzukommen. So, ab hier beginnt der Spaß.
Denn das Level nenne ich in Gedanken immer den Turm. Warum, wird sich euch gleich erschließen. Keine Sorge. Mal sehen, wie hoch ich überhaupt komme. Hallo, mein Freund. Ah, du hast ein Herzchen für mich, das ist ja süß. So, erinnert ihr euch vielleicht noch an das eine Mal, dass ich gesagt habe, es gäbe eine Stelle im Spiel, an der man nicht vorbeikäme, ohne Schaden zu nehmen? Willkommen an dieser Stelle. Ihr seht, wir können nicht weiter rechts hoch, müssen also hier durch und auf die linke Seite. Es ist nicht möglich, meiner Meinung nach, da ohne Schaden durchzukommen. Und ich hab's versucht, vertraut mir. Seht ihr, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Deswegen, das muss man einplanen. Und es gibt noch ein paar von diesen Stellen. Oh ja. Die Teile habe ich auch gefressen. Ja, das Ganze hier wird eher mal ein Zeigerun. Alles klar. Kein Stress, kein Stress. Das hier werden wir uns jetzt noch öfter ansehen können. Ich weiß es. Hüpfer. Hüpfer und hüpf. Immer schön mit der Sprite Limitation lachen. Dann leckt sie auch nicht ganz so schlimm. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Ja, dann kann ich so tatsächlich erwischen. Wer hätte es gedacht? So. Batman, ich das Stachelding mal. Das sind selten blöde Gegner, die sich der Joker ausgesucht hat. Wir müssen Batman aufhalten. Wie machen wir das? Wir bauen kleine Elektroautos mit Stacheln oben drauf. Ja. Das klingt nach einem Plan des Jokers würdig. Na gut, von mir aus. Ist weniger ärgerlich. Ja, irgendwie werden wir mit Leben zugespammt, das wir noch gar nicht brauchen. Glücklicherweise. So, ich hoffe trotzdem, dass ich hier halbwegs gut durchkomme. Und, ja. Wünsche mir eine schnelle Beendung dieses Levels. Nicht, dass ich es nicht mag oder so, es ist nur böse und verdient Zerstörung. So, der macht immer, falls euch aufgefallen ist, wenn er schießt, erst einmal, dann zweimal, dann wieder Pause. So. Hallo, Spaßstelle. Ich weiß wirklich nicht, ob die machbar ist. Ich müsste mal einem Speedrun oder so, obwohl, da kümmert die sich wahrscheinlich nicht um so einen Kram. Ne, meiner Meinung nach ist sie nicht machbar. Ich bleib dabei. Widerlegt mich ruhig. Das wäre es mir mal absolut wert. So, der hier... Ach, der Sprung ist ein bisschen tricky, aber den kann ich noch ein paar Mal zeigen. Eins. Eins, zwei. Jetzt mal eins. Eins, zwei. Ich mag die Teile wirklich nicht. So. Also, der Clou hierbei ist eigentlich, dass man sich nicht von den Deppen und so hier treffen lässt. So wie ich gerade. Gehe ich einen zahnradigen Selbstmord? Ich denke, jein. So. So, hier ist nämlich nochmal genau dieselbe Stelle wie unten. Und da wir schon etabliert haben, dass man da nicht durchkommt. Ja. Jetzt will ich aber Selbstmord begehen, denn mit null Leben macht es relativ wenig Sinn, sich da in den Turm hochzukämpfen und sich dem Boss zu stellen, den ich, wie gesagt, noch nie geschafft habe. Ich habe auch keine Strategie für den, ehrlich gesagt. Ich kann auch nicht nachgucken. So. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Vertraut an euch. In euch. Ich habe Vertrauen an euch. Vertraut mir. Vertraut an euch. Ist das ein Satz? Ich denke, nein. So. Die guten Flammenwerfer-Typen. Wie werde ich sie vermissen, wenn ich sie in die Vergessenheit geprügelt habe? Kaum. Das ist die Antwort auf die Frage. Knapp, aber was soll's. Das war absolut unnötiger Schaden, den ich gerne vermieden hätte. Egal, vielleicht kriegen wir noch ein Herzchen zwischendurch. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber sie ist da. Stochastik ist eine Schlampe. So. Und damit wären wir wieder hier. Ein Satz, den ihr wahrscheinlich noch öfter hören werdet. Eins, eins, zwei. Ach, man trifft auch
öfter mal nicht so, wie man das gerne hätte. Leider gibt es auch keinen simpleren Weg, die mit einer Waffe auszuschalten oder so. Zumindest fällt mir jetzt keiner ein. Und ich bezweifle auch, dass mir später einer einfällt. Die Lösung, mit den Fäusten drauf einzuprügeln, ist doch komplex genug. So, langsam reicht's mir. Ach, okay. Wenn ich das so mache, verliere ich also 2 Lebenspunkte. Gut zu wissen. Stimmt, der macht immer 2-mal am Anfang. Ich mag die Stage nicht, die tut mir weh. Ja, und die Steuerung übrigens auch. Die Steuerung tut weh. Wenn das wirklich zu lange dauert, und das wird es, dann werde ich vielleicht ein bisschen vorspulen oder so, dass ich so ein paar Tries einfach vorgespult zeige. It hurts. Und also entweder das mache oder dass ich dann nur den Versuch, der es wirklich geschafft hat, zeige. So wie zum Beispiel bei Werewolf The Last Warrior, wo ich wirklich an einer Stage, ich glaube, 3 Stunden gesessen habe, weil es so ein verglitschtes Drecksspiel war. Dass ich dann einfach am Ende nur noch den Versuch zeigen konnte, der auch funktioniert hat. Hey, Moment, das hier wollte ich ja. Und aber ihr seht schon, wie viel so ein Lebenspunktchen dann doch wert ist im Turm erklimmen. Hallo, mein Freund. Was hältst du von meinem Shuriken? Es teilt sich in 3 Dinge auf, weißt du? Das macht keinen Sinn. Aber finden alle Anime-Fans bestimmt total toll. Ab. So. Wie gesagt, ich habe mir irgendwann mal den Stein gemerkt, weil ich das so oft machen musste. 1, 2. So. Du weißt, das Problem sind ja nicht mal diese Flammenwerfer-Typen. Oh, er hat mein Herz hingegeben. Ich mag die Flammenwerfer-Typen. Sondern halt wirklich. Vorsicht. Scheiße. Egal, krass und schaff. Diese Teile da, ich weiß nicht genau, wie ich sie nennen soll. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das war sehr schlecht sogar. Das darf nämlich überhaupt nicht passieren. Ich meine es todernst. Wenn sowas passiert, kann man den Try eigentlich nochmal neu machen. Dieser Moment im Spiel, wo man wirklich total frustriert wird. Ich könnte eigentlich einfach mal an dem vorbeihüpfen. Aber gut. Vielleicht komme ich wenigstens hier noch durch. So viel dann dazu. Selbstmordzeit? Selbstmordzeit! Ich könnte natürlich auch ein Safe-Set setzen, das ging immer ein bisschen schneller. Würde mir dann aber nicht die Genugtuung bringen, am Ende zu sagen, ich habe es ohne Safe-Sets gespielt. Nur so nebenbei, die Genugtuung werde ich sowieso nicht haben, denn wenn wir oben sind, so viel spoilere ich jetzt mal, kommt der letzte Boss. Und vor dem werde ich ein Safe-Set setzen. Fakt. Ist einfach so. Ich werde den nämlich sonst nicht packen. Warum, werdet ihr dann sehen. Ich denke mir auch immer im Kopf, dieser Turm ist gar nicht so schwer. Aber doch. Doch, doch ist er. Getan habe, hatte gerade Lust drauf. Schnell, schnell, schnell. So. Nicht zu viel Zeit hier vergeuden. Ist immer dasselbe. Aber wie gesagt, Safesets sind langweilig. Ich benutze es nur aus Notwendigkeit heraus. Ach, das war doof von mir. Egal. Noch ist alles im Rahmen. Versuchen. Ach, das ist zu unregelmäßig. Ich hätte mal versuchen können, da vielleicht ein Lebenspünktchen zu fahren, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was ich plane, mal funktioniert? So, ein Lebenspunkt verloren. Kann man mitarbeiten. So, 1, 2, Schmerz. Ja, manchmal landet man auch wirklich so ganz auf der Kante. Das passiert aber also alle Jubeljahre und ich kann das nicht wirklich abmessen. Also ich habe da nicht wirklich Kontrolle drüber. Also zwischen diesen Teilen zu balancieren ist teilweise gar nicht... Das heißt teilweise ist es nie einfach.
Und dadurch, dass man gestunt ist, wenn man irgendwo runterfällt. Ah, sehr schön. Krieg ich den Sprung jetzt langsam mal hin? Das gibt's doch gar nicht. War doch genau an der Wand. Mein scheiß Fresser hat an der Wand geklebt. Macht das hier mehr Schaden? Nein. Oh. Nein, ich glaube, das. Gute alte Faust. Effektiver. So, eins. Dich lasse ich jetzt einfach da stehen. Kein Nerv dafür. Ich habe vollkommen vergessen, was für einen Satz ich zu Ende bringen wollte. Deswegen lasse ich's. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. So, das hier ist machbar. Warum stelle ich mich denn so scheiße blöd an im Moment? So. Aha. Ihr seht, das ist auch wieder so eine Spaßstelle, wo man so gut reinspringen kann. Komm her! Gott, wenn ich da jetzt runterfalle, dann bin ich innerlich zermürbt. Aha! Das da ist der letzte Gegner vom Boss. Und... es sieht verflixt gut aus. Was ist denn heute los? So! Hallo, Boss! Natürlich... Hi! Hi! Ja, 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 ja. Ja. Entschuldigt mich kurz, ich musste an Safe State setzen. Moment. So, da bin ich also wieder. Kurz State gemacht. Und dann schlagen wir uns mal mit dem freundlichen Geilchen herum. Er wirft Feuerbälle. So. Also die beste Taktik, die ich für den kenne, ist einfach wirklich den mit... Boomerangs. Ich bin immer noch nicht sicher, was der Plural ist. Zuzuspammen und dem Feuerball so weit wie möglich auszuweichen. Versuchen, so wenig wie möglich treffen zu lassen. Denn der hier ist gar nicht so das Problem. Man fragt sich vielleicht, wer ist die Nullpe da überhaupt? Nur, wenn ich das mal wüsste. Ja, Hallöchen. Hallo, Schatzi. Ja, ich weiß, du hast viel Leben und bist da sehr stolz drauf, aber, langsam wird's albern. So, das eigentliche Problem ist nämlich... der Joker. Grüße, Batbrain. Bist du bereit... also, Fledermaus. Bist du bereit, dein Schicksal zu treffen? Problem ist der Joker, der direkt danach kommt. Und das Leben wird nur minimal aufgefüllt. Und ich habe keine Ahnung, wie der gehen soll. Ich habe wirklich auch keine Strategie für den oder so. Das war natürlich jetzt... ich werde vor dem Joker wohl direkt nochmal ein State machen. Weil ihr seht ja, wie das hier läuft. So. Zum Glück habe ich hier einen gesetzt und gedenke, das auch exzessiv zu nutzen. Weil ihr seht ja, wie das hier läuft. Macht mäßig Spaß. Ich weiß gar nicht, ob der einen mit den Schlägen trifft, wenn man sich duckt. Ja, tut er. Au, 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 au. Das machen wir vielleicht nochmal besser hin. Schön. Ja. Wenn er so direkt vor einem steht, hat man so wenig Zeit hochzuspringen, das ist das Problem. Man muss das schon erahnen. Aber ich habe leider keinen Spinnensinn, ich habe nur Fledermaussinn. Was bedeutet, ich weiß, wie Insekten zu orten sind. Hilft mir jetzt gerade nicht so viel weiter, muss ich zugeben. Obwohl dieser Kerl was bisschen Insektoides hat. Muss man dann ja doch anerkennen. Das war zu früh. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus, ich weiß es. Ich kann es fühlen. Ich weiß gar nicht, ob ich für einen Joker wirklich Waffen brauche. Weil der ist ziemlich fies. Und ich habe jetzt wenig Munition, wenn ich mit dem freundlichen Kerl hier fertig bin. Wenig bis gar keiner. So, du Fledermausbehirnter. Moment, nein, das bin ich! Nein! Schnell hochspringen. Ja, das macht Spaß. So, nee. Nee, nee, da machen wir kurz ein State. Ich glaube, so war ich das Kombo. Jo! Na dann. Vor allem, der macht nicht nur einen Schaden, nur so, der macht gerade direkt mal drei.
Außerdem ist der Joker verdammt nochmal Tor. Beschwört die Blitze vom Himmel. Warum auch nicht? Hallöchen, Freund. Kann ich dem überhaupt ausweichen? Ich bezweifle es ein bisschen, muss ich zugeben. Spawnen die Blitze immer an der gleichen Stelle? Das würde mich mal interessieren. Weil wer diese Blitze macht, ist gar nicht so das Problem. Kein Kommentar. Dem kann ich wohl nicht mehr ausweichen. Da habe ich mich versafe-stated. 5 Sekunden drin und wir haben schon kein Leben mehr. Ich will bei 0, ja. Wenn ich also den Turm nicht nochmal hochkraxeln will oder so, dann muss ich mich jetzt mit dem Safe State hier zufrieden geben. Ne, Moment, ich bin noch ein anderes gemacht bei dem. Beim Boss. Davor. Hat was Ninja Gaiden-mäßiges. Ich weiß auch nicht, wie viel der aushält. Ach. War aber ein netter Versuch. Wie wir jetzt sehen, kann ich auch dem ausweichen sogar. Muss mich dann halt, wenn möglich, nicht treffen lassen. Ich weiß auch nicht genau, wie die Boomerangs, ich sag jetzt einfach auf Englisch, weil ich mir da sicher bin, fliegen müssen, damit, naja, er besser getroffen wird. Hat's hier erledigt, ich hab eh keine mehr. Das ist der Joker, der steht doch nochmal auf, oder? Nein, nein. Boah, oh ja. Oh ja. Ich weiß, du hast meine Familie umgebracht. Und jetzt wirst du im blanken, im kalten Mondlicht mit dem Teufel tanzen. Und im blassen Mondlicht ins Gruppier. Hui, Batman tötet keine Leute. Sau stark, hab ich das endlich mal geschafft. Mhm. Ein echter Held. Hätte ich gar nicht gedacht. Na gut, mit Safe States. Keine große Leistung. Dafür ist die Musik cool. Wenigstens mit einem Lächeln abgetreten. Ihm blieb wohl auch nicht viel übrig. So. Das ging schneller als gedacht. Das war's mit Let's Play Batman für den NES. Programmiert von vielen Leuten mit asiatischen Namen, deren Aussprache ich mich nicht traue. Man tut sich damit selbst keinen Gefallen. Außer Cass. Cass kriege ich vielleicht auch hin. Ja, das sind relativ langweilige Credits, aber ich kann mal ein bisschen was über das Spiel erzählen. Also, natürlich hat das mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Ich meine, der Joker ist gleich, Vicky Vale ist gleich und Batman ist gleich. Das war aber so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit. Vom Plot, dass der Joker irgendwie Gas überall versteckt hat, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. War auch, glaube ich, nicht im Spiel drin. Und ja. Wo das Spiel natürlich heraussticht, ist gutes Gameplay. Anspruchsvoll. Schöne Spielmechaniken. Ganz nette Bosse. Und auch teilweise echt gute Musik. Ich würde sagen, das war relativ erfolgreich. Und ja. Wenn ich ihm eine Note geben müsste, wäre es von 0 bis 15 Punkte vielleicht 10, 10, 11. Ja, doch, hat mir gut gefallen. Für NES-Verhältnisse war es ein wirklich, wirklich gutes Spiel. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin Doc Oppenheimer und bis bald. Ciao.